Ich war jung, naiv. Ach, halt doch die Waffel, du Knödelkopf, ich kann's nicht mehr hören. Menschenskind, ich glaube, das ganze St. Pauli Rotlichtviertel war weniger jung und naiv wie du, so wie du das schilderst. Da stehen einen die Haare zu Berge. Also, wo waren wir stehen geblieben? Kampagne! Wir hatten eine neue Mission, oder stimmt, wir waren hier fertig. Ach Gott, letzte Woche. Tut mir auch leid, dass die Aufnahme da ein bisschen kurz war. Ich hatte echt einen riesigen Schädel noch vom Vorabend. Ich habe da ein bisschen viel hochprozentigen Alkoholgenuss in meinen Kopf fahren lassen. Kapitel 11, schauen wir mal. Verrat. Wer hätte es gedacht? Noch immer nichts Neues vom verfluchten König. Er wird gefunden werden. Doch bis dahin, Steel, habt ihr die Ehre, eurem einstigen Meister den Todesstoß zu versetzen. Yippie. Gut. Ich freue mich. Das wird ihn beschäftigen, bis wir das Versteck des Königs gefunden haben. Es ist schade um William, doch ich werde meinen Weg gehen. Bevor ich mich zu Williams Burg aufmache, muss ich jedoch einen Stützpunkt in seinen Ländereien errichten. Sehr schön. Opferringen. Opfer. Sehr schön, wir können einen Stützpunkt bauen. Das ist toll. Das heißt, wir haben wieder eine Basis, keine Belagerungsmission mehr wie die letzten zwei vorher. Kaum zu glauben, ich habe eine halbe Stunde Aufnahme gemacht. Ich dachte echt, das wäre länger. Eine halbe Stunde war die letzte Aufnahme und wir haben zwei Missionen geschafft in der Zeit. Und zwar, das eine war sogar die letzte Mission, das andere war auch eine ziemlich weit fortgeschrittene. Zerstört die Banditenlager und befestigt eure Stellung, bevor ihr gegen William in den Kampf zieht. Macht Sinn. Verteidigt eure Dörfer, sie sind der Schlüssel zum Erfolg. Dann mal auf ins Gefecht. Euer Verrat ist unermesslich, Matthew. Ich habe euch wie mein eigen Fleisch und Blut aufgezogen, euch Land und Titel gewährt. Und das ist euer Dank? Ich wollte doch nur Kekse. Dann schließt euch mir an, William. Unser König ist schwach. Dieses Land braucht Veränderung. Ihr und ich, wir könnten regieren und das Land wieder stark werden lassen. Verlasst meinen Besitz, Matthew, oder bei Gott, ich vernichte das Monster, das ich erschaffen habe. Alles klar, das heißt, jetzt geht's ab. Jetzt geht die Post ab. Wir haben eine Balliste, wir haben Lanzenträger, wir haben jede Menge. Ach du lieber Gott, wo kommt denn die alle her? Om. Sehr schön, Stronghold-Musik. Stronghold-1-Musik, ja, Stronghold-Musik. Uhu, Wahnsinn. Kommt mir die Karte bekannt vor irgendwo her? Ich glaube nicht, oder? Nein, ist was Neues. Alles klar. Ansonsten müssen wir trotzdem mal gucken. Kann der hier oben durch? Ja, oder? Da? Irgendwo hier sehe ich doch eine Verbindung. Nein? Wenn hier niemand durch kann... Nichts, nichts, nichts. Wahrscheinlich da auch nicht. Nur da. Nur ein einziger Durchgang. Cool. Alles klar. Ja, Herr. Da vorne wird gesichert. Ja, wie machen wir jetzt los? Militärgebäude. Fangen wir vielleicht besten mit Militärgebäude an. Wer weiß, was wir schon bauen können. Erstmal erinnern. Da sind die Unterkünfte. Haben wir schon welche? Alles klar, Waffenkammer haben wir anscheinend auch schon irgendwo. Ach da, alles klar. So, das bedeutet, wir brauchen jetzt... Wo sind unsere Grundspeicher? Die sind gut mit Kühen versorgt, aber ein paar Äpfel mehr könnten da eigentlich nicht schaden, finde ich. So. Dann hauen wir noch ein paar Jägerstände dazu. Da vier Stück, da vier Stück. Truppen angegriffen, Kaka. Wo? Oh, oh. Nein, 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 nein. Ruhig bleiben, Leute. Das sind ja Gegner. Ach du Scheiße, das sind ja... Ah, ah. Wo es lauft, schießt für euren Herren. Hier kommt mal mit runter. Wow, jede Menge Jäger. Alles klar, dann machen wir die lieben, tollen Bauernhütten auch mal hier hin. Leute kommen auf die Burg. Yay. Und wir müssen gleich mal gucken, dass wir schnell handeln. Handeln, hahaha. Dass wir schnell... Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein genau Herr. Damit handeln. Ich glaube, ein Gerichtsgebäude haben wir noch nicht, oder? Wir brauchen das Gerichtsgebäude. Wie ich weiß, ist das nicht unbedingt zwingend erforderlich, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Das machen wir gleich hier hin. So, gleich der Kerker nah dran ist.
Dann eine Foltergilde, da brauchen wir... Ne, Moment, das Gerichtsgebäude brauchen wir, die Foltergilde brauchen wir nicht bei allem. Ich habe mich da nochmal erkundigt drüber, das ist jetzt aber auch schon wieder ein Stückchen her, weswegen ich das nicht mehr so mega genau weiß, aber das Wichtigste habe ich, denke ich, mal noch im Kopf. Machen wir die Foltergilde gleich hier hin. Und dann natürlich ein paar Wachposten, dass erkannt wird, wenn hier Bösewichte irgendwie tolle Sachen machen. Am besten in der Nähe des Kornspeichers, wie mir gesagt wurde. Dann machen wir noch eins hier vorne irgendwo hin. Schon wieder kein Holz. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da. Eins. Und dann machen wir da noch einen hin. Dann dürfte es da eigentlich relativ sicher sein. Und dann ordentliche Bestrafungen. Wie ich gehört habe, war der Pranger jetzt nicht so toll. Hackblock soll jetzt... Stimmt, das... Ich glaube, wenn wir jetzt einfach mal eiskalt und rigoros sind, wir sind ja auch böse, und einfach mal ein, zwei Hackblöcke hinsetzen, dann dürfte da ziemlich schnell Ruhe sein. Gleich in der Nähe von dem Typen von der Foltergilde. Zack, da einen hin. Zack, da einen hin. Und fertig ist der Lack. Jetzt wird sich keiner mehr trauen, irgendwie das Gesetz zu brechen. Weil ich glaube, es geht vom sanft zu hart. Das hat auch jemand geschrieben gehabt. Wo ist der Feind? Er kämpft auch gegen die Banditen. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht, dass die da sind. Wow, 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 wo kommt der Schwertkämpfer her? Wollt ihr mich verarschen? Ihr müsst jetzt nicht zusammenkämpfen. Ihr könnt euch ruhig gegenseitig aufs Maul hauen. Genau so. Perfekt. Mein Lord, ich bringe schlechte Neuigkeiten, mein Herr. Der König hat eine Armee aufgestellt und die Hauptstadt eingenommen. Da Lord Barclay den König zum Ketzer erklärt hat, ist unsere Bauernschaft nicht erfreut über die Ereignisse. Oh Mann, ich habe einen Hackblock aufgestellt. Ich glaube, die sind bald erfreut. Die haben erfreut zu sein. Unsere Bauern leiden an der Fußfäule, my Lord. Sie protestieren und sind für eine Woche in Streik getreten. Eine Woche? Und deswegen tritt man in Streik? Ganz ehrlich, ich kann verstehen, ja, wenig Gehalt, schlechte Arbeitsbedingungen, von mir aus auch der Hackblock, aber... Oh Mann, im Mittelalter hatten die Leute Probleme. Jauchegruben, ich würde jetzt wirklich gern Waffengebäude bauen, aber ich glaube, dass hier alles mit der Beliebtheit stimmt, ist jetzt erstmal doch wichtiger. Hier können wir aber mal die Ration richtig fett einstellen. Ruhig bleiben, Leute. Was? Wo kommt denn... Hallo? Scheiße! Nein, alle meine Bogenschützen. Shit. Ja, jetzt brauche ich mein viel gelobtes Glück mal gerne wieder. Das bedeutet, können wir irgendwas verkaufen schnell? Ein paar Äpfel, ein bisschen Käse, ein bisschen Fleisch... Was können wir dafür kaufen? Ein paar Bogenschützen wären für den Anfang nicht so schlecht. Braucht halt bloß noch Bauern. Oh Mann. Nein. Alles geht den Bach runter. Die Mission ist doof. Eure treuen Bogenschützen. Da ist ja noch jemand. Kriege ich bald mal wieder ein paar Bauern? Man ist sich eurer nicht sicher, Sire. Ich habe immer noch minus Beliebtheit. Fuck. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Na komm, nehmt alles, was ich habe. Angegriffen. Aber kommt gefälligst her. Der Burgherr wird angegriffen. Was? Ach, der wird angegriffen. Ja komm, Burgherr. Mach dich mal nützlich. Keine ich hab sonst nichts mehr. In der Schatzkammer, my Lord. Ach, hallo, Katapulte. Mensch, lange. Ach du Scheiße. Okay, wir haben sehr viel Zeit am Anfang damit verbracht. Noch. Es ist einfach so dumm in der Gegend herumzugucken. Von daher... Ja, mon Dieu, oh nein, bitte. Wie mein Fleisch und bei deinem französisch Blut möchte ich doch nicht das Vorschenkel enden. Ist euer Dank. Biegenere nach vorn. Biegen Schultern. Vielleicht lasse ich dann doch die Leute mal hier in der Nähe. Neue Befehle. Sehr langsam, ich weiß, aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, diese Reflexe zu haben. Stronghold-typisch. Die Reflexe erhöhen. Und ich könnte auch mal an sowas wie eine Sägemühle denken. Das wäre fast eine Idee, oder? So. Dann wieder die Jägerstände. Bringt mir den Jäger. Nicht den Neger, den Jäger. Ach ja, sieben Zwerge. Das waren schon coole Sketches drin.
Brot ist jetzt nicht ganz so dolle. Sägemühle, genau die wollte ich doch noch haben. Irgendwo brauche ich jetzt ein bisschen Holz ohne. Na. Bitte fügen Sie hier eine sinnvolle Begründung ein. Ich habe es gerade wieder vergessen. Egal. Aber ein paar Bogenschützen können wir vielleicht noch kaufen. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. So, dann gucken wir, dass wir alles Nötige machen, um dann dem Verbrechen entgegenzubeugen, das dann hier garantiert bald passieren wird. Leute kommen auf die Burg. Dankeschön. So, und das Volk sucht sich mitten im Krieg auch ein bisschen komische Augenblicke für irgendwelche Proteste aus. Das gefällt mir auch nicht. Da protestiere ich auch dagegen, und zwar mit Hackblöcken. Klassischerweise. Na komm. Falsch rum. Zeig mal her. Wo willst du dich hinsetzen? Geh mal dahin. So, wir haben gesehen, dass die Jauche sehr schnell kommt. Von daher kommt hier vielleicht auch mal eine Jauchegrube dorthin und dort rüber. Und dann noch hier draußen eine. So. Dann haben wir das. Jetzt brauchen wir noch die Foltergilde. Die setzen wir auch wieder hier hin. Und jetzt die Wachposten. Vielleicht brauchen wir da nicht so viele. Können wir mal ein bisschen sparsam sein. So, Wachposten. Wo wart ihr da? Hier kommt einer hin. Da kommt einer hin. Und hier drüben kommt einer hin. Drei Wachposten dürften eigentlich fast reichen. Am besten in der Nähe der Bauernhütten. Dort passiert ja oftmals was, wie ich gehört habe. Und dann ist doch alles gut. Drei Wachposten dürften reichen. Dann setzen wir noch ein, zwei Hackblöcke hin. Am besten zwei, falls der erste besetzt ist. Und dann ist eigentlich schon Ende Gelände mit. Ich würde es mal gern sehen. Mal ein bisschen näher ran. Jetzt kommen erst die Bauern zu den Dingern. Ja, so tolle Reflexe zu haben, ist was Tolles. So. Sehr schön. Wie solltest du denn sie auch sehen? Hier haben wir den Hackblock. Und einen zweiten Hackblock in der Burg, falls unsere tollen Lieben. So. Nee. So. Direkt neben die Hunde. Ja. Brauchen wir schon mal nicht ums Gluke wegwischen zu kümmern. Ich glaube, das machen die schon mit ihrer Zunge. Bauern einer. Ach, wir haben. Nee, wir haben kein Gold mehr. Gemein. Okay, machen wir mal die Rationen hoch und machen Steuern. Rationen? Wunderbar. Wunderbar. Das Volk vollen Aroma. Von euch, my Lord. Solange es so funktioniert, klappt es. Gut, jetzt können wir von mir aus auf 40 machen. Zack. In den Kampf. Ziehen jetzt los. In den Kampf. Hauptmann? Könnt ihr euch das mal holen? Holt euch das mal. Befehle? Das bringt mir auch ein paar Steuereinnahmen. Genau wie das da oben, das kann ich mir doch auch holen. Da bin ich doch blöd, wenn ich das nicht mache. Gut, das Söldnerlager könnte mir ein bisschen in die Suppe spucken, aber darum können wir uns dann doch relativ früh kümmern, wenn es gut geht. Baumeister zu Diensten. Wenn es gut geht. Versteht sich. Und ich glaube, ich habe jetzt dann doch so das Verlangen, die Mauer ein kleines bisschen dicker zu machen. Zumindest um eins. Oh, Frau. Frauen, die versauen mir jeden Plan. In ihrer puren Anwesenheit. Haben wir es? Ja. Dann kommen wir mit Ein-Mann-Armee. Ich habe einen neuen Plan. Da oben. Schön, Pikeniere. Los geht's. Kein Fuhrmannsposten. Doof, aber das Ding gibt mir zumindest ein bisschen Gold. Da hat's auch schon mal einen Grund, dass es existiert. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Oh, den möchte ich jetzt sehen, den Arm. Den möchte ich nicht, den... Da möchte ich nicht wissen, was jetzt mit dem Arm passiert. Obwohl, ein Wachposten könnte noch her. Bitte. Wachposten. Stimmt, war das nicht so, dass der Hackblock 2 voll... Nee, ich glaube, das war dann umgeändert. Machen wir aber trotzdem mal hier noch einen Wachposten hin. Aber ich glaube, das war doch dann irgendwie so... Das Volk hält viel von euch, my Lord. Vielleicht machen wir die Steuern jetzt dann doch bald... Mal... Normaler Steuersatz. Ja. Sei doch ruhig. Sei froh, dass es noch normal ist. Waffen benötigt, Sire. Wir bewegen uns. Ja, da geht's schon ab. Da geht schon die Post ab. Braucht ihr etwas? Ja, gut. William wird noch ein bisschen beschäftigt von den Vogelfreien. Pff,
Ja, nee, ist klar. Ich meine, der hat ja nur einen ganz leichten Stadtvorteil zum Glück. Könnte schlimmer sein. Ich bin ganz ehrlich im Überlegen, ob ich das Zeug hier einfach abreiß. Weil ganz ehrlich, schön und gut, diese Burg zu haben, aber die ist einfach unnütz und das Torhaus liegt ab. Zack. Genau wie hier die Türme und das ganze Zeug. Mit den Steinen baue ich dann lieber ein bisschen weiter vorne was Tolles Neues auf. Jetzt dürfen wir schon einiges haben, oder? Dann mache ich einfach hier vorne so ein Torhaus mit ein bisschen was hin. Zumindest so quasi vorübergehend. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Oh no. Ja, da sind sie schon. Ihr kleinen Schweine. Unsere Bögen werden sinken. Dann mal ruf da. Rauf da. Unsere Werkzeuge sind bereit. Da sind die Steine schon wieder leer. Aber dafür haben wir doch ein Mittel. Ich bringe schlechte Neuigkeiten, mein Herr. Der König hat eine Armee aufgestellt und die schon wieder eingenommen. Da Lord Barclay den König zum Ketzer erklärt hat, ist unsere Bauernschaft nicht erfreut über die Ereignisse. Eigentlich hätte ich hierhin machen sollen, den Turm. Naja, jetzt ist es auch zu spät. Nichts da. Die Bauern leiden an der Fußfäule, my Lord. Sie protestieren und sind für eine Woche in Streik getreten. Mein Lord, du musst dich mal persönlich um deine Bauern kümmern. Um das Wohlergehen deines Volkes. Im Sinne von, wenn die Köpfe drauf sind, geht es ihnen nicht gut. Ich glaube, ein bisschen Stein könnte ich dann gebrauchen mit der Zeit. Also machen wir mal so zwei Steinbrüche. Ich habe gehört, die Steinbrüche sind am effektivsten, wenn man die Ochsenjoche ans Lager platziert. Aber irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist das nicht Stronghold-typisch. Ich mache die trotzdem hierher. Hallo, Schwertkämpfe. Was geht ab? Was wünscht ihr? Buckelfrei. Och, nö. Meine arme Linderei, was hat ihr euch denn getan? Wow, der Lord hat ziemlich... Ich glaube, die sind einfach wieder abgehauen, bevor er kam. So, dann bauen wir mal hier ein paar Pfeilmacher hin. Die können nie schaden. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Und, macht der wieder was? Der ist immer noch... Das ist jetzt ein anderer, glaube ich. Ich glaube, der Alte ist jetzt ein Kopfkürzer. Bogenschützen, vorbereiten. So, auf die Türme auf jeden Fall. Habt ihr ein bisschen mehr Reichweite und ein bisschen mehr Schutz. Auch wenn ich die Türme ein bisschen weit hinten platziert habe, leider. Muss ich ja zugeben, aber was soll's. Hier, so habe ich endlich mal ein bisschen mehr das Gefühl, uneingeengter zu sein. Das ist wichtig. So, dann geht mal runter und erobert zurück. Auch wenn das ein paar Bogenschützen schnell machen könnten, aber... Dann haben wir das. Das haben wir. Da haben wir... Noch irgendwas, was wir ganz dringend gerne hätten. Das Eisen da hinten wäre nicht schlecht. Aber dafür müssen wir erstmal das Vogelfreienlager da hinten ausradieren. Dafür brauchen wir sehr viele Bogenschützen. Da kommt die Kach. Du Scheiße, sind das viele Katapulte. Beeilt euch mal ein bisschen. Och, jetzt schon wegen Gesetz. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte. Funktioniert der Hackblock eigentlich? Der ist nicht in Betrieb, der ist auch nicht in Betrieb. Gute Frage. Ach du Scheiße. Vierer, ach Gott, Falknerposten. Da war was. Da war ja was. Stimmt. Werden überhaupt irgendwelche Leute ins Verlies gesperrt? Ja, eine. Blödig. Ich weiß nicht, ich dachte... Wir bauen jetzt einfach mal noch eine zweite Foltergilde. Ich bin mir jetzt nämlich gerade echt nicht sicher, ob das eine oder zwei waren. Turm, hältst du noch ein bisschen aus? Ja, hält noch ein bisschen aus. Bogenschützen, bereit machen. Ach du lieber Gott. Bereit machen, Piken. Ich will Spaß. Bogenschützen, bitte wir antreten. Sind eure Leute. Bogenschützen in Bewegung. Naja. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass sie mir leicht überlegen. Ich weiß nicht, wer das kommt, aber es ist irgendwie da. Haha, es ist wieder besetzt. Es funktioniert mit dem Hackblock.
wie es scheint. Das ist gut. Falkner Pastenposten macht hoffentlich auch mal langsam was. Ja, ein bisschen was hat sich schon geändert. Machen wir einfach mal vielleicht noch einen dritten irgendwo hin. Dann gibt sich das hoffentlich irgendwie mal. Kann ich Nahrung verkaufen? Haben wir da genug? Nicht mehr unbedingt. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Wow. Sag mal, geht's euch gut? Was macht ihr? So was sehe ich nicht gerne. Vielleicht wäre es doch besser, wenn ich einfach mal zumache oder so. Hauptmann? Euer Befehl? Kommt schon, Männer. Eure treuen Bogenschützen. Irgendwas muss ich aber verkaufen. Irgendwie muss ich jetzt an ein bisschen Geld kommen. Ich höre irgendjemanden prügeln. Ach so, verstehe. So, machen wir es mal so vorrangig. Vorerst. Waffen benötigt, Shire. Schwertkämpfer. Upsa. Ach so. Unsere Bögen werden singen. Boah, leck mich am Arsch. Was soll denn das? Wie soll man das denn machen? Da muss ich gleich von Anfang an wirklich auf... Ja, weil man sich hier so um das Vergrechen kümmern muss ständig, kann man ja nicht mal richtig auf Kriegswirtschaft gehen. Oder ich mache das später ein bisschen. Leck mich am Arsch. Wo ist mein Lord? Verletze ich den jetzt eben ein bisschen, aber ganz ehrlich... Was wünscht ihr? Ach so, das ist meine Pikiniere. Wollte schon gerade sagen, was kommt denn da schon wieder? Irgendwie ist das leicht gemein. Kommt mir so vor. Lanzen, ja. Tolle Sache. Die da hinten haben noch ein bisschen ihren Spaß. Die bauen hier irgendwie ihr Belagerungslager hin. Ich hoffe, die prügeln sich ein bisschen mit dem Vogelverein noch rum. Ja, Sire. Unsere Seelen sind gewachsen. Mann. Gebt uns nur ein Ziel. Meine armen Bogenschützen. Die wachsen doch auch nicht auf Bäumen. Auch wenn die Vorstellung irgendwie lustig wäre. Ein Schatzmeister hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Jetzt brennen die auch noch mit meiner Kohle durch. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, mein Lord. Ach wirklich? Mensch, darüber habe ich mir jetzt als allererstes Sorgen gemacht. Zerstört unsere Gebäude. Ja, darüber mache ich mir dann doch ein Stück mehr Sorgen. Stimmt schon. Einzigen Pfeile, die ich krieg. Armbrustschützen. Antwort auf alles in Stronghold 1 zumindest, aber hier zumindest ein bisschen die Antwort auf alles. Oh Mann, ey. Hauptsache, ihr macht's mir gar nicht schwer oder sowas. Warum müssen die Bösen es schwerer haben? Normalerweise sind die Bösen doch immer überlegen. Oh, alles gemein. Eure Beliebtheit steigt. Dankeschön. Unterwegs. Das Volk liebt. Kann ich schon mal fast überlegen, nochmal die Steuern zu erhöhen. Sir. So, jetzt hat mit den Armbrustschützen geht es doch mal ein bisschen besser, hoffe ich mal. Trotzdem sollte ich mal aufpassen. Die machen zwar gut Schaden, die Armbrustschützen, sind aber dann doch kein Allwunder im Heilmittel. Bereit, Sire. Auf die Plätze! Ja, jetzt komm. Ach du Scheiße. Matthew, das machst du. Ich glaube an dich. Wir brauchen erstmal massig Bögen und wenn es geht noch Harnische und so das ganze Zeug. Alles, was gut für die Gesundheit ist. Für meine Gesundheit, für mein Überleben. Mein Lord, du bist längst noch nicht fertig. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Achtung! Ich habe so fast das Gefühl, das müssen wir nochmal anfangen. Mit anderen Prioritäten. Dörfler haben Bären herumstreifen sehen, mein Lord. Das hat sie sehr erschreckt. Den hat's mehr als erschreckt. Gebrochen, mein Herr. Nochmal.